Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Differenzengleichungen. Ich möchte euch heute erklären, wie man aus einem gegebenen Text eine Differenzengleichung aufstellen kann. Sehen wir uns das gegebene Beispiel an. Jemand hat bei einer Bank einen Wohnbaukredit zur Finanzierung einer Eigentumswohnung aufgenommen. Am Ende eines jeden Monats erhöht sich der Schuldenstand aufgrund der Kreditzinsen um 0,4%. Und anschließend wird die monatliche Rate von 450 Euro zurückgezahlt. Der Schuldenstand am Ende von T Monaten wird durch S von T beschrieben. Nun zur Aufgabenstellung. Geben Sie eine Differenzengleichung an, mit deren Hilfe man bei Kenntnis des Schuldenstandes am Ende eines Monats den Schuldenstand am Ende des darauffolgenden Monats berechnen kann. Wenn ihr euch das Überblicksvideo von mir zum Thema Differenzengleichungen angesehen habt, dann wisst ihr, dass man Differenzengleichungen rekursiv anschreibt. Was bedeutet das? Man benötigt immer einen Anfangswert und mit Hilfe dieses Anfangswertes kann man sich den Wert zum Zeitpunkt 1 ausrechnen, indem man den Anfangswert multipliziert, eventuell einen zweiten Wert addiert. Diesen Wert zum Zeitpunkt 1 wiederum benötige ich dann für die Berechnung zum Zeitpunkt 2. Also bezogen auf diesen Kontext heißt das, allgemein formuliert, um den Schuldenstand nach n plus 1 Monaten berechnen zu können, benötige ich immer den Schuldenstand zum Zeitpunkt n. Wenn ihr euch das Überblicksvideo angesehen habt, wisst ihr, dass es sich hier bei diesem Beispiel um die dritte Form, um die sogenannte Mischform handelt. Wir haben einen relativen Zuwachs von 0,4% und gleichzeitig wird ein konstanter Wert von 450 Euro zurückgezahlt. Wir übernehmen die Schreibweise dieses Textes und schreiben: S von T plus 1 ist gleich zum Wert nach T Monaten am Ende des Monats T kommen 0,4% dieses Wertes S von T dazu und gleichzeitig wird ein Wert von 450 Euro die Rate zurückgezahlt. Der Name Differenzengleichungen rührt daher, dass man sehr oft nach der Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten sucht. Das heißt, wir subtrahieren S von T und erhalten S von T plus 1 minus S von T ist gleich 0,4 Hundertstel oder 0,004 mal S von T minus 450. Damit hätten wir schon eine richtige Lösung. Wir hätten auch den relativen Zuwachs gleich mit 1,004 angeben können. Das heißt, wir hätten auch schreiben können, S von T plus 1 ist gleich 1,004 mal S von T minus 450. Diese Gleichung ist als Äquivalent zur oberen zu sehen, beide bedeuten das Gleiche. Wichtig ist, dass ihr eine davon versteht und bei der Matura angeben könnt.